So, einen schönen guten Morgen. Es ist so gegen 8 ungefähr, der 15. Juni. Und jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt, denn für dieses Jahr laufe ich nun meinen Marathon. Und zwar den Himmelswegelauf. Alles ein bisschen verschoben, weil das Hochwasser war. Und deswegen will ich noch unbedingt laufen, damit ich mal wieder ein Erfolgserlebnis habe. Haben sie nur noch einen Halbmarathon angeboten. Fängt an der Arche. Ich drehe mal rum. Da vorne geht's los. Und da ich ja nun auf Marathon bin, laufe ich jetzt schon mal eine Runde. Ist ja doch ziemlich ruhig. Und nachher 10.30 Uhr geht dann der eigentliche Halbmarathon los. Hoffe ich, dass ich meine erste Runde geschafft habe und ich damit laufen kann. So, die Aufregung ist recht groß bei mir. So, ich melde mich gleich nochmal auf der Strecke. Tschüss. Ach so, natürlich habe ich wieder meine Schuhe vergessen. Meine Startfilm. Ach, guck, hier geht's los. Hier ist mein Start. Schön ruhig. Morgen. Lauf jetzt für mich alleine los. Wenn es jeder der Marathon läuft, ich lauf schon mal vor. Und ich laufe jetzt eben nochmal und nochmal hab ich dann meinen Marathon. So. Auf geht's. Guck mal, Gänsehaut pur, ganz alleine. Ja, steht mir das Nackenhaar. Mal mal hoffen, ob ich es schaffe. Ciao, bis später. So, bis jetzt ging es nur berghoch. Ist noch nicht weit. Ich glaube noch keine 2 Kilometer. Aber hört mal. Absolute Ruhe. Nur die Vögel. Keiner unterwegs. Schön. Oh, Steinchen. Oh, jetzt wird's wahrscheinlich gemein. Weil es kommt. Schotter. Na, mal gucken, ob sich das für mich lohnt. Oh ja, es wird böse. So, ich glaube, das wird einer von meinen ganz harten Läufen. Split. Katastrophe für mich, weil ich habe ja meine Schuhe vergessen. Ich laufe jetzt hier im Graben, geht eigentlich, ist aber natürlich total anstrengend, weil ich jeden Schritt gucken muss. So weich, versinke manchmal, hier hat es ja auch geregnet. Ich glaube, das wird ganz schön hart. Ich hatte zwar angefragt, was für Belag, man hat mir aber nicht geantwortet per Mail. So, jetzt habe ich die Scheiße.
Drückt mir die Daumen, hä? Wenn nicht, auch nicht schlimm. So. Es nützt alles nichts. Es ist eine Katastrophe. Es ist nicht abzusehen, dass es besser wird. Mittlerweile kann ich an den Straßenrändern auch nicht mehr laufen. Da steht das Wasser. Und es ist genauso viel Schotter. Und was ich jetzt hier mache, ist Extremzonenreflexmassage. Hat mit Laufen nichts mehr zu tun. Ich drehe rum. Guckt euch das an. Das Ende ist nicht zu sehen. Mal gucken, ob man hier links irgendwo noch weiterlaufen kann, anders laufen kann. Hier lang ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Scheiße. Ich weiß, sagt man nicht. Hannes, verzeih mir. Aber ich glaube, ich muss absprechen. Muss ich mir da doch irgendeinen anderen Marathon aussuchen. Denn das hier hat nichts mit Laufen mehr zu tun. Das ist absolut quälend. Und ich will mich ja wohlfühlen. Tschüss erstmal. Also, das waren, glaube ich, für mich meine gefühlten schlimmsten 5 Kilometer. Geht gar nicht. Voll der Split. Nichts zu sehen von anderen Sachen. Und werde aufgeben. Ich versuche jetzt nochmal auf den Mittelberg hochzukommen. Aber das ist noch normaler Waldboden, so ist es nicht schlimm. Aber ich glaube, das lässt wahrscheinlich auch bald sein. Weil drunter ist Split, das ist nur schön ein bisschen Humus drauf. Und wenn der Wald sich wieder lichtet wird, das wird der Split sein. Und Splitlaufen habe ich jetzt gerade keine Lust. Mag nicht. Ich will jetzt eine kleine Trainingseinheit schaffen. So, wenigstens 15 Kilometer. Mal gucken, ob ich das schaffe. Keine Menschenseele, immer noch nicht. So ganz schön. Aber Split ist für mich der Tod. Man muss auch mal akzeptieren, dass es nicht geht. So. Dann habe ich mir doch noch was im Kopf gesetzt. Wenigstens einen Halbmarathon zu laufen. Ich habe jetzt hier mal eine Strecke ausgesucht. Das ist hoch zum Mittelberg. Das ist 400 Meter hin, 400 Meter zurück. Also jetzt stupide hin und her laufen. Ziemlich anspruchsvoll. Vielleicht seht ihr es. Geht ziemlich bergauf. Das muss ich ja dann nochmal wieder runter. So, man muss jetzt ein paar Runden laufen. Ich schätze mal so 13, 14 Stück. 4 habe ich schon weg. Bis später. Bye bye. Na, guten Tag. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich hier hin und her jetzt gerannt bin. Waren es 10 Mal? Keine Ahnung. Da ist der Mittelberg. Werde jetzt mal hochgehen. Mini-Päuschen machen. Und mal ein bisschen euch die Umgebung zeigen. Den schönen Ausblick. Mal sehen, ob wir schöne Sicht haben. Ansonsten alles schön. Das Hin- und Herlaufen macht trotzdem keinen Spaß. Aber was ich mir jetzt im Kopf gesetzt habe, den Halbmarathon, das ziehe ich auch jetzt durch. Bis gleich. So, Marion und Hans, das ist jetzt euer Kilometer. Ich habe es ja versprochen.
Falls ihr seht, schöne Grüße. So, ganz schnell da oben. Die beiden Fahrradfahrer sind meine Retter. Ja, lange nicht von mir gehört. Ich habe eine Meise. Oder ich bin bekloppt oder was weiß ich, wie man es nennt. Ich krieg einfach Gänsehaut. Ich habe beschlossen, den Marathon durchzulaufen. So, basta. Und da sind sie. Retter, zeigt euch mal. Ja, schön, da ist mein Retter. So, hier ist noch eine Retterin. Wie heißt du? Sabine. Die Sabine rettet mich auch gerade. Die schenkt mir nämlich gerade einen Apfel. Bitte schön. Schönen Dank. Das ist für eine Scheiße, was ich mache. Oh, habt ihr es gehört? Hat gerade einer in mein Ohr geschrien. Blöd, Mann. Ja, war ein Spaß. Aber es macht ihn jetzt nicht schon. Schauen Sie mal. Kilometer 34. Und es läuft. Und läuft. So. Langsam brauche ich Unterstützung. Tut mal ein bisschen anfeuern. Anfeuern. Kein Schwein da. Der hat mich angehört hier. Mach ich den alleine. Peter, lauf! Lauf, Peter! Lauf! Komm! Das schaffst du, Peter, lauf! Ich glaube, man kriegt die Beine in der Macke. Meine Damen und Herren, dieser Mann hat einsam seine Runden gezogen. Meine letzte Runde hier. Hoch nochmal zum Mittelberg. Und dann sind es noch 2 Kilometer bis zum Ziel. Und dann habe ich es geschafft. Ist das nicht ein Wahnsinn? Danke, danke. Jawohl. Aus Naumburg, unser Barfußläufer, der zweite Start hier, ein gutes Wegelauf. Geil, 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 danke, danke. Ah, ist das schön. Hier aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Stark, stark. Thank you.
Sometimes I think that I know what love is all about.